Liensberger zuerst also auf dem schnelleren Kurs Rot, seinerzeit Marta Basino. Rezept. Blau kann man riskieren und hoffen, dass man den langen Schwung so fährt, dass man unter der halben Sekunde bleibt. Auf Rot sind Fehler verboten. Ja. Da muss man es unternehmen. Genau. Rot musst du deine Leistung abrufen. Und jetzt guter Start für Katharina Liensberger. Finallauf Nummer 1. Ja, das hat gepasst. Ja. Gleich auf. Und Basino rutscht dann oben weg, vor dem langen sehr Schwung. Sehr gut, sehr gut. Von Liensberger, der lange Schwung, idealer Bisch. Ja. Jetzt hat sie einen großen Vorsprung. Jetzt ist genau das, was sie maximal herausholen kann. Genau, das muss sie jetzt in Ziegen verwalten. Das ist der maximale Vorsprung und mehr. Aber ja, es bleibt nur die 15. Stelle. Es bleibt hier das maximal Mögliche auf dem Weg zu Gold gemacht von Katharina Liensberger. Mehr war einfach nicht zu holen. Wie man da ans Werk gehen muss. So, jetzt wäre ein idealer Zeitpunkt, einen perfekten Lauf auf einem schwierigen Kurs gegen eine starke Gegnerin zu absolvieren. Katharina Liensberger. Guter Start. Ja, sehr das gut. Hat gepasst. Aber auch Basino ist zu drauf. Hier die schweren Kurven. Die erste hat sie. Und jetzt hat der lange Schwung. Es ist okay. Sie ja. ist hier im Rennen. Es wird eng. Dabei. Oh, einmal. Leicht Basino. Leicht, genau. Leicht im flachen und Vorteil für Liensberger. Hat Liensberger das wird ganz eng. Und das ist. Go. Und was ist es? Zeitgleich Gold für Basino. Gegen Katharina Liensberg. Das ist jetzt zweimal passiert bei Basino. Zeitgleich. Wahnsinn. So, da jubelt Italien und auch Katharina Liensberger jubelt über die Silbermedaille hier. Ja, großartige Leistung von beiden. Fantastisch. Auf ganz schwierigem Terrain schon Marta Basino. Und wir sind schon gespannt auch hier natürlich auf einen Zielfilm, auf eine entscheidende Superzeitlupe, aber die Computer und die Zeitmessung, die haben hier sofort Marta Basino auf Nummer 1 gehabt. Und es gibt Silber für Katharina Liensberger. Die erste Medaille für die Österreicherinnen und eine erste Einzelmedaille für die 23-jährige Slalomartistin oder Spezialistin. Aber das war wirklich ein Herzschlag-Finish hier. Und jetzt schauen wir genau hin. Ja, wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich der Zielfilm so. Na, es ist ja zeitgleich. Foto, ja. Es ist zeitgleich.